So. Endlich wieder im Wald. Ich könnte auch sagen, endlich wieder zu Hause. Ich habe schon länger keine Outdoor-Videos gedreht. Ich glaube, das letzte war letztes Jahr. Nee, Quatsch, dieses Jahr. Genau, doch. Im Januar. Danach ich dann so lange krank war. Und hat sich dann so ein bisschen was angesammelt an Outdoor-Aktivitäten, die ich filmen wollte. Gucken, ob das stimmt, aber das reicht nicht. Ein bisschen hell, oder? Macht man das denn jetzt hier? Ich denke, so ist besser, oder? Ich denke, so ist recht simpel, so ein Stativ auszurichten. Ja, und jetzt loslegen. Wird ja auch Zeit. Hier sind noch meine Schnitzarbeiten vom letzten Video. Am Nutzerhaus im Großdorfer Wald. Als erstes nehme ich mal mein Sitzkissen raus. Mittlerweile habe ich in meinem Sitzkissen von so einem ehemaligen Einweggrill oben den Rost abgemacht, pack den hier in das 1 Euro Sitzkissen vom Ikea rein, den habe ich immer im Rucksack, auch wenn ich den für die Arbeit nehme. Ja, ich habe immer eine Grillauflage. So, den letzten Wochen und Monaten habe ich meistens Indoor-Videos gedreht, sprich ja, Reviews über Messer, Stirnlampen, wie ich meine Messer schärfe und so weiter. Und heute habe ich ein Video vor und dann möchte ich euch erstmal gleich eine Nahaufnahme zeigen. Das ist das Mora Bushcraft Black. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Und jetzt wollt ihr mal bitte genau hier vorne auf die Schneide achten. Seht ihr da, wo die Schneide abgeschliffen ist und wo sie noch schwarz ist? Ja. Da ist schon eine Menge von diesem, ja, wie die anderen sagen, immer Coating übrig geblieben. Das ist eigentlich kein richtiges Coating. Weil Coating ist eine Art Lack, muss man zu sagen. Das Mora Bushcraft Black ist brüniert und Brünierungen wurden ja, früher immer gerne benutzt, um Pistolen oder Waffen an sich vor Rost zu schützen, vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg war das eine recht günstige Methode, um Pistolen, vor allen Dingen die billig produzierten Walter P38, die alte P1 oder auch als Parabellum 96 bekannt, weil die ist schon wirklich steinalt. Das ist die mit dem Knickgelenk. Es wurde also dafür benutzt und ist bei Mora wieder benutzt worden, um die Klinge preisgünstig oder billig vor Rost zu schützen. Und was ihr jetzt hier als Schwarzes auf diesem geschliffenen, auf der geschliffenen Schneide seht, so, habt ihr gehört?
Dynamit Nobel testet auch wieder. Komm noch mal näher. Das habe ich auf meinem japanischen Abziehstein, glaube ich, eine Viertelstunde versucht wegzukriegen. Das, was da dunkel drauf ist, ist noch als Brünierung auf der Schneide drauf und die kriege ich so nicht weg. Und das bedeutet für mich, ich hätte mir was zu schreiben, einen Zettel und ein Bleistift mitbringen sollen. Das bedeutet, was da noch drauf ist, konnte ich nicht wegschleifen, weil das konkav geschliffen ist. Und dazu muss ich jetzt mal... Dazu muss ich jetzt sagen, ein skandinavischer Anschliff ist praktisch wie ein V. Ein konvexer Anschliff ist ballig. Ein konkaver Anschliff ist so. Und das ist das, was man gerne bei... Ne? Also praktisch wie ein V, aber rund. Runder. Gerne bei Äxten benutzt. Baumarktäxten übrigens. Weil bei normalen Äxten hat man das nicht. Und so wie ihr jetzt seht, ich meine, das Mora Bushcraft Black ist ja an sich schon ein sehr scharfes Gerät. Und meiner Meinung nach habe ich das mit meinem japanischen Wasserstein. Ich mache übrigens meine Schleifarbeiten nur mit Wassersteinen und ich nehme da kein Öl für. Also Wassersteine für zu Hause, ne? Klar. Ich nehme da kein Öl für, denn das Problem bei Öl auf dem Stein ist, dass das abgeschliffene Material sich in den Stein reinfrisst und das bekommt ihr nicht mehr raus. So, Spitzarbeiten, Rinde entfernen, machen wir übrigens, oder vielmehr Rinde entfernen grundsätzlich nur mit dem Messerrücken, damit ihr auch einen Wetzstall, oder Quatsch, Wetzstall, Unsinn bringen, einen Feuerstall abzieht. Das mache ich nur hiermit. Diese kleinen, feinen Scrapings und Shavings, so sagt man da in Amerika. Die könnt ihr euch in die Tasche packen und wenn die trocken sind, ist das prima Zunder. Das heißt, wenn ihr euch also einen Wanderstock macht und wollt ihn schön glatt bekommen, so wie ich das jetzt gerade mache, das ist jetzt nur so ein Beispiel, dann wart euch diese Scrapings und Shavings auf, steckt sie in die Tasche, ihr habt super Zunder. Das ist jetzt nur mal nebenbei Quatsch. Also folgendermaßen, die haben, ich weiß nicht warum, den Anschliff nicht sauber gemacht. Der ist konkav. Und damit man sich das so, ups, merken kann, zwischen konkav und konvex. Konvex ist ja bauchig, ballig und konkav ist ja eher so wie so eine schmale Taille. Da gibt es so ein Sprichwort, das heißt, war das Mädchen brav, blieb der Bauch konkav. Hatte das Mädchen Sex, wurde der Bauch konvex. Ja, also, und ich bin jetzt seit den 70ern Bushcrafter und schleife meine Messer schon etliche Jahre selbst. Ich glaube seit Mitte der 80er. Und ich habe hier so einen relativ beschissenen Anschliff bei einer Firma, die für wirklich gute Messer und gute Klingen bekannt ist, noch nicht gesehen. Und das wundert mich ein bisschen. Trotzdem, die Mora-Messer sind echt geil. Ja, das ist ein Carbonstahlmesser mit einer Brünierung. Bitte behaltet euch das. Das Messer ist brüniert. Ja? Und da werde ich wohl noch einiges an Material abnehmen können. Müssen. Denkt dran, hier unten ist es hell. Hier oben ist es heller.
und dazwischen ist das schwarze oder das Coating, die Brünierung übrig geblieben, was darauf deutet, dass wenn ich den gerade über den Stein abgezogen habe, dass da ein, na, das Konkave drin ist. Und das wundert mich sehr bei Mora, weil das hatte ich bis jetzt noch nicht bei den, anderen Moras. Moment, schon mal eins. Ein anderes. Wie man sieht, ich habe ja das Mora 510 Black immer dabei. Und das ist mir selbst bei dem 510 Black noch nie vorgekommen, dass da Material übrig blieb beim Schleifen. Und das Messer habe ich, man sieht ja, ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt, eine schöne Patina drauf. Vor allem hier kann man das schön sehen. Auch wunderbar eine Hand. Ich weiß nicht, warum gerade die diesen Griffen so schöne, na, die so schön ergonomisch hinbekommen. Ja, und das war's schon. Also 510 Black, Quatsch, Mora Bushcraft Black. Das muss ein Lehrling gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Wertung, Kommentare werden gerne gesehen und ich bedanke mich für die Zeit, die ihr dafür aufgewendet habt, dieses Video zu sehen. Tschüss, bis die Tage.